Spider-Man. Wie fühlen Sie sich? Besorgt? In Panik? Ich meinte physische Symptome. Schmerzen? Müdigkeit? Ja. Moment. Symptome? Ich habe mir Forschungsnotizen aus vielen Jahren angesehen. Der Symbiont kreiert ein kollektives Bewusstsein. Das war das Schwarmbewusstsein. Wahr ist optimistisch. Es könnte noch in ihm sein. Was? Kein Grund zur Panik, aber vielleicht sollten Sie für ein paar Tests ins Labor kommen. Jetzt nicht, Doc. Hab größere Probleme. Bye. Halte durch, MJ. Ich hätte da sein sollen. Pete, siehst angespannt aus. Kaffee? Wir müssen reden. Du musst es leid sein, die Welt zu verbessern, jeden einzelnen Tag. Ich kann dir helfen. Du musst mich nur lassen. Das bist nicht du. Falsch. Das ist mein wahres Ich. Ich habe endlich die Macht, unsere Vision zu verwirklichen. Gibst du mich auf? Harry, wir müssen dich aus diesem Ding kriegen. Nenn uns nicht Ding. Harry. Wir sind nicht Harry. Wir sind... Kommst du nicht! Zu spät! MJ. Es tut mir leid. MJ, sprich doch mit mir! Genug geredet! Genug Anerkennung gefesselt! Von dir! Von allen! Anerkennung? Wenn es um deinen Job geht! Es geht um mich! Mich! Nicht um meinen Job oder dieses Haus! Und vor allem nicht um dich! Um mich? Wie meinst du das, MJ? Misch dich nicht ein! Endlich hab ich die Kontrolle! Ich
will ihr nicht wehtun! Nicht doch mit mir! Keiner hält uns auf! Du hast es nicht unter Kontrolle! Ich hab es völlig unter Kontrolle! Pete! Was passiert mit mir? Hör nicht auf diese Stimmen! Sie sagen nicht die Wahrheit! Ich hab sie auch gehört! Ich kenn das Gefühl! Immer nur um dich! Du verlierst jeden Job! Du kannst die Hypothek nicht bezahlen! Ich hab einen Job! Mit Harry! Wir packen das! Und wie lange? Dir liegt nur ein Job am Herzen! Spider-Man! Das soll aufhören! Aufhören! Und wie lange? Dir liegt nur ein Job. Und wie lange? Dir liegt nur ein Job am Herzen. Spider-Man! Das ist nicht fair! Die Leute brauchen mich! Das weißt du! Was wäre die Stadt nur ohne Spider-Man? Sieh, was sie mit dir ist! Weißt du noch dein Buch? Du wolltest den Menschen helfen! Niemand hat's gelesen! Vor allem egal! Das stimmt nicht! Wenn's einem geholfen hat, war's das wert! Ich hab's gelesen! Es half mir! Alles, was ich tue, ist dir zu helfen! Mein Leben wird konstant von dir gestört! Wer hilft, wenn du einen Job verlierst oder eine Rechnung nicht bezahlen kannst? Ich schreibe Worte, an die ich nicht glaube, für einen Mann, den ich verachte, damit du glücklich sein kannst! Das war mir nicht klar! Dann kündige, MJ! Ich krieg das hin! Ich vertraue dir nicht! Ich vertraue nur uns! Nein! Tut mir leid, MJ! Ich hab mich geirrt! Du musst mir nicht vertrauen! Aber bitte, vertrau dir selbst! Lass mich tun, was ich tun muss! Es stimmt! Ich war egoistisch! Ich war so mit meinem Leben beschäftigt, dass ich deins vergessen habe! Aber regeln wir das auf MJs Weise! Ich helfe dir, dagegen anzukämpfen! MJ, bitte! Hör auf! Zu hart für dich? Lass mich nicht davon kontrollieren! Immer bist du herablassend! Wir brauchen dich nicht. Die Stadt braucht dich. Ich brauch dich. Lüg mich nicht an! Pete! Ich brauch dich auch! Du willst doch bloß die stärkere Hälfte bleiben! Du hältst dich immer noch für stärker, was? Bloß die stärkere Hälfte!
Objekte bleiben. Was? Fühlst du dich etwa nicht mehr überlegen? Was? Nein! Du bist in so vielen Dingen stärker als ich! Du allein schaffst es, unser Leben zusammenzuhalten! Sorry, MJ! Du bist nicht selbstverständlich! MJ ist weg! Nein! Bist du nicht! Tut mir leid, dass ich so eine Last war! Das Haus! Mein Job! Unser Leben! Ich wollte besser sein, aber ich war es nicht! Ich hätte zuhören sollen! Hätte da sein sollen! Wir sind ein Team! Du und ich! Ich wollte nie, dass du meinetwegen leiden musst! Deine Träume sind genauso wichtig wie meine! Du lügst! Du bist genauso wichtig! Es reicht! Das soll aufhören! Woher weißt du, was wir wollen? Mary Jane Watts, du willst die Wahrheit. Ja, ich will die Wahrheit. Mich mal. Ich bin raus. Watson! Du bist so cool. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Ich glaube, ich bin schon länger verloren. Nicht nur wegen der Symbionten. Seit Monaten will ich etwas sein, das ich nicht bin. Gut, dass du zurück bist. Sorry. Es lag nicht an dir. Und das vorhin war nicht ich. Pete, ich... Pete, es war eine Art Schwarmbewusstsein da drin. Ich hab dich gesehen. Und Harry, er war hinter diesem Stein her. Miles ist beim Rathaus und... Geh. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Hey, hast du schon gesehen? Das Rathaus ist schlimm. Bin dorthin unterwegs. Ja, sorry. Es lief etwas aus dem Ruder. Bin gleich da. Glaubst du, es ist Harry? Er muss es sein. Er war gerade in Queens. Hat MJ in einen dieser Symbionten verwandelt. Nur schlimmer. Was? Es geht ihr gut. Sie hat sich befreit. Zum Glück schneller als ich. Connors glaubt, dass ich den Anzug zu lange anhatte. Und dass etwas in mir geblieben ist. Du hast recht, es ist wirklich alles ziemlich kompliziert. Ein Schritt nach dem anderen. Bis bald, Miles. Alles klar. Bis gleich. Ach ja, ich schulde noch jemandem einen Anruf.